Moin Leute, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute spielen wir ein Spiel, was ich schon sehr lange spielen wollte, aber dazu noch nie gekommen bin. Outlast 2. Es war mit in dem Mantel drin, das ich erwähnt habe in dem Video. Outlast ist lustig. Und ich bin mal gespannt. Wir starten rein. Story-Modus. Ja, ich bin nicht Blake. Nein. I was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Oh yeah, I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. It does look pretty empty. All the mercury. So war neblig heute. She had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. You say so, man. You bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Sure. Oh, that is aber mal ein camcorder. Audio's gonna be crap. We'll have to. Whoa! What the fuck? Fuck! Sorry about that. My panel's a little soft, but well, we're good. Oh, that was exciting. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Machen wir so. Meine Facecam. Hallalalalala. Okay. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victims. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. That's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Sisters. Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay. We're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway, 100 miles from the nearest... Oh! We lost the engine! Fuck! Was zum... Scheiße. Haben wir keinen Fallschirm? Haben wir keinen Fallschirm? Wir wollten alle nicht diesen Unfall, das ist klar. Outlast 2. Ich bin super hyped auf dieses Spiel. Yeah. Ach nö. Müssen wir das jetzt machen? Ist das euer Ernst? Ich hasse dieses Haus. Jetzt wird hier auf einmal auch noch gebohrt. Oh, gruselig. Hier geht ein Spind auf. Kann ja immer ruhig sein, though. Du, Jessica. First place. Sind wir das? Wenn ja, sind wir unglaublich hässlich. Jesus ist auch da. Hilfe. Oh. Warte. Ah! Oh, sind wir da beim Helikopterabsturz? Wiggeln. Oder? Warum in den Sequenzen habe ich immer solche riesigen Lags? So. Ich bin zu dumm. Herzlich willkommen auf dem besten Let's Play-Kanal auf der ganzen Welt. Ja, ich kann's noch. Muss mir nicht nur mal sagen. Okay.
Ich habe mich auf der Schule. Ja, Natalonia. Ah, oh nee. Muss ich das spielen? Town. Oh, thank God. Hello? Moin, moin, moin. I'm lost. And hurt. So wird dir jeder aufmachen. Siehst du jemanden? Wenn ich zu lange renne, werde ich erschöpft. Ich will aber jetzt rennen. Ich will rennen. Brumm, brumm. Ich bin der schnellste BOS-Router von Deutschland. Ach du Scheiße, was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Ich hasse dieses Dorf, ey. Ich kann den. Hallo, ich bin lost und ich bin hört. Will ich das? Nein. Och nee. Och nee. Ich gehe jetzt hier mal wie so ein Psychopath ganz langsam durch und renne nicht. Alter. Blake, ich hoffe, du sagst das. Nicht jemand anders. Oh mein Gott. So. Okay. Wir lassen den Leuten mal ihre Hobbys. Das ist für ein scheiß Sounddesign, Alter. Das ist für ein scheiß Spielplatz, ey. Alter, ihr habt doch nicht mehr alle. Ihr seid doch bekloppt oder sowas. Red Barrels, macht keine Spiele mehr. Das ist viel zu gruselig. Nein. Rein hier. Alter. Oh Gott sei Dank. Ich will nicht da sein, wo die ist. Nicht durch den Boden krachen, Blake. Pass auf. Meine Fresse, haben mich erschrocken. Oh, Jesus! Who? Thank you, Lamb. God wants me dead? Okay. Ich will nicht mehr. Alter. Nein. Wo muss ich hin? Ah! Was ist jetzt los? Was? Scheiße. Wo bin ich? Pass auf, wenn du mal deine Klappe hältst, bitte. Die Story ist zu abgefahren jetzt schon, also ist... ach du Scheiße. Och nee. Lass die Scheiße. Ich sag's dir einmal im Guten. Ich sag's dir. Lass mich in Ruhe. Alter, es sind zu viele Audiospuren. Was ist hier los? Lass es. Ah! Du kannst auch mal auf mich hören vielleicht? Bitte. Bitte ein bisschen an die Regeln halten hier. Das funktioniert ja alles nur, wenn sich jeder an die Regeln hält, ey. Aber wir sind hier in Outlast. Wir müssen uns an Scheiße gewöhnen. Was? Komm ich jetzt hier raus, Alter? Was ist das hier für ein Gebäude? Ich bin froh, dass die Tür nicht aufgeht. Einfach froh sein. Du kannst sie im Schrank verstecken. Aber wovor jetzt? Das ist wahrscheinlich irgendwelche wichtigen Story-Hints, aber schaut euch ein anderes Gameplay an, wenn ihr unbedingt die Story wissen wollt. Ich glaube, wir müssen Horror auf mich wirken lassen. Was machen die? Sie hat sich befreit! Oh Gott, Blake! Bist du okay? No. What the fuck? I don't know. Oh shit. We have to run. Ich bin auf dem Weg, ich muss nur ganz kurz was trinken.
Ich beeile mich ja schon. Lynn, where are we going? Away from here. Anywhere but here. Echt? Ja, dann let's go. Und renn vielleicht noch mal ein bisschen. Ah, oh God. Oh, what is it? My stomach. Stell dir nicht so an. It hurts. Something's wrong. Fuck. Ach du Scheiße. I have to stop. I need... Oh God. Jesus Christ, Lynn. What's happening here? I thought you were dead. When you fell, I thought we were all dead. It's okay. I'm here. We're gonna get out of here. God. What did they do to you? I can't talk about it. Jonas, I have no gray of my thoughts. Please don't ask me. After all these years, They're coming! Oh nein. Da ich das Gleichspeichersymbol gerade gesehen habe, nutze ich diese Chance, um euch zu sagen. Wir sind in der nächsten Folge. Ich weiß gar nicht, ob hier alles so gut geklappt hat. Nein, ist es so. Wenn doch, dann ist es super. So, dann würde ich mal sagen, das war's jetzt erstmal. Auch wenn wir jetzt hier stoppen, wir spielen es demnächst mal weiter. Wir sehen uns in einem anderen Video, Livestream oder sonst was wieder, wenn es wieder heißt... David Jackson, ich beschwöre dich! Letztes Jahr um diese Zeit, da fing der Scheiß an. Du hattest ein Paket für mich und der Preis war dran. 6,50 Euro bin ich dir also wert. Das war das letzte Mal, dass ich mich um deine Probleme schere.